den BGE-Papst predigt, dass wir dieses Grundeinkommen sehr konservemäßig, sehr blechern, deshalb heute am Pfingstsonntag 2014 und zum letzten Mal, ich sage es nochmal, in dieser Konstellation Michael Fielsch, Julian Wernicke, Juliana. Wir waren mitten in der Diskussion, haben die abgewürgt. Nein, nicht abgewürgt, wir wollten erstmal ein bisschen Platz zum Verdauen geben. Wir sprechen über die Montagsmahnwachen, die in Berlin ihren Anfang genommen haben, im Moment in allen möglichen Städten stattfinden. Ich habe jetzt gestern die Information zugespielt bekommen, dass sich in Nordrhein-Westfalen die Montagsdemos distanzieren von Berlin, weil sie einfach nicht mehr mit denen in Zusammenhang gebracht wurden, weil sie in Nordrhein-Westfalen tatsächlich für den Frieden demonstrieren wollen. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich einige Städte sowieso von den Berliner Montagsmahnwachen distanzieren werden, weil sie eben durchsetzt sind von Leuten, wo man nicht weiß, was bezwecken die wirklich. Und dazu hören wir aber jetzt erstmal noch Maurice, der regelmäßig auf die Montagsdemos geht. Bitte schön. Ja, es ist so, es kam ja so der Vorwurf, dass das ja eigentlich, oder die Aussage, ich möchte wirklich anders formulieren, das ist wichtig. Es kam ja die Aussage, dass es als Schwäche oder als Fehler gesehen wird, dass da relativ viele Themen angesprochen werden. Ich muss sagen, ich empfinde das geradezu als Stärke, weil es nämlich zeigt, dass aufgrund der systemischen Erkrankungen sich in allen Lebensbereichen eben diese Absurditäten zeigen. Und das war auch der Anlass, eigentlich dieses Manifest zu schreiben, weil ich nämlich glaube, dass der Wertekanon, nachdem wir unser Wirtschaftssystem, unser Geldsystem, unser politisches System, unser Parteiensystem organisiert haben, auf dem Teile- und Herrsche-Prinzip funktioniert. Und wir werden im Prinzip in diese Arena geschickt, ob sei es jetzt die Politiker, die Parteien, die gegeneinander geschickt werden, sei es der Bürger, der gegeneinander geschickt wird, sei es der Arbeitslose oder der Arbeitshabende, die gegeneinander geschickt werden. Also es ist der Wertekanon, der dazu führt, dass all in diesen Systemen sich eben diese, ich habe es als Absurditäten bezeichnet, herausbilden. Und ich möchte da vielleicht mal ein kurzes Bild einfach schildern. Wenn wir uns vorstellen, dass diese Arena, in der wir sind, des Teile und Herrsches, wenn ich mir die Säulen dieser Arena vorstelle, dann sind das eben Säulen von Konkurrenz, Neid, Angst, Gegensätzlichkeit, Egoismus. Und ich glaube, es macht, und wenn ich dann diese Arena um 90 Grad drehe, dann bin ich im Hamsterrad. In diesem Hamsterrad, was genau mit denselben Sprossen arbeitet, in dem sich dann der Politiker, der Arbeitnehmer, der Arbeitslose, der politisch Tätige befindet. Wenn ich dieses Hamsterrad nochmal um 90 Grad drehe, dann habe ich das Gefängnis, in dem ich bin. Ja? Und ich finde, es wäre mal eine Diskussion. Ich möchte bitte gerne dieses Bild zu Ende führen. Vielleicht macht es systemisch klarer, worum es mir eigentlich geht. Und ich fände es einfach mal sehr wichtig, dass wir dieses Gefängnis öffnen und mal genau überlegen, ob diese Sonne, wo das Kapital im Mittelpunkt steht, die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, ob wir unter dieser Sonne leben wollen oder ob wir die Strahlen dieser Sonne nicht mal austauschen wollen, ein anderes Zentrum reinsetzen, nämlich den Menschen. Oh mein Gott, sorry. Ja, was heißt denn mein Gott? Lass uns doch mal bitte beim Thema bleiben, das wäre doch viel schöner, wenn wir dabei bleiben könnten, nicht? Genau. Also wir haben jetzt ich finde es sehr bedauerlich, dass ihr da gar keinen Zusammenhang seht zwischen der tatsächlichen Wertekanon, der hinter all diesen Dingen steht und das System erzeugt hat. Genau das war mein Anliegen und deswegen habe ich das formuliert. Und es ist sehr bedauerlich und auch sehr bezeichnend, dass dieser tatsächliche Zusammenhang nicht gesehen wird. Entschuldigung. Das hat mich jetzt aber doch ein bisschen dahingehend interessiert, weil das war ja jetzt nur eine andere Form der Erzählung, wir leben im Kapitalismus. Ist denn die Montagsdemo eine antikapitalistische? Ich halte es mal fest. Die Verbindung sehe ich darin, dass diese Struktur als solches des Kapitalismus uns zu Feinden gegenseitig macht. Das sehe ich. Aber die Montagsdemo... Und der Zusammenhang besteht darin, dass dieser Kapitalismus, so wie er geartet ist in seiner Struktur, am Ende dazu führt, dass wir nämlich in Kriege gehen, dass wir Arbeitslose auf der einen Seite, wir machen die Leute zu Feinden.
in allen Bereichen ja, unseres Lebens. Darüber sind wir uns ja, ja aber alle einig. Kompletter Chor, die Frage ist, ist die Montagsdemo mehrheitlich auch dieser Auffassung? Das wollen wir wissen. Also ich bin der Auffassung und ich sehe viele andere Menschen auch, dass sie dieser Auffassung sind, wenn ich mit den Leuten konkret spreche. Ich sehe leider nicht in den Medien, dass auch diese Leute zu Wort kommen. Ich selber hatte ein Erlebnis mit einer Kollegin, dass wir von City interviewt werden und genau diese Dinge gesagt haben, auch autorisiert haben wollten, dass das gesagt wurde. Und in dem City-Bericht kam null davon rüber. Also da muss man dann sich schon fragen, inwieweit ist das System so fokussiert auf eine Sichtweise? Ja, das muss man sich dann fragen. Ja, ich hatte die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass du in deinen Erklärungen wieder auf das Thema Frieden kommst, was ja mit den Montagsdemos eigentlich verbunden ist. Ich denke, man muss, wenn man sich eine Regierung als Repräsentanz wählt, was wir in diesem Land tun, auch die Politiker mit Handlungsaufträgen und Forderungen ausstatten, die sie umsetzen können. Und da sehe ich momentan erstmal im Bereich Bank, das muss weg oder das ist schlecht oder da ist die Wurzel alles Übeln, wenig Möglichkeit zu agieren. Wie wäre es denn, unseren Politikern dann auch Handlungsoptionen zu geben, wie wir wollen keine Drohnen? Hört auf mit der Entwicklung in diesem Bereich. Das kann man fordern. Man kann auch fordern, wir wollen mehr Informationen aus dem Krieg in Afghanistan. Und der kam leider in dem Manifest auch nicht vor. Du sagst Uranmunition nur im Bereich Kosovo und im Irak eingesetzt. Die kamen genauso in Afghanistan zum Einsatz. Da fehlen vielleicht derzeit noch die Bilder von der Generation, die darunter gelitten hat. Da ist ganz viel im Bereich Frieden und in ganz viel im Bereich gegen den Krieg, was benannt werden kann. Und da reden wir von nationalen Alleingängen der Amerikaner. Wir sind in der NATO und lassen es zu, dass ein einzelnes Mitglied mehr tut als alle anderen Mitglieder. Das heißt jetzt nicht, was im Umkehrschluss immer die Waffenlobbyisten vermitteln, ja, wenn ein Mitglied so viel tut, dann müssen die anderen auch endlich nachziehen. Nein, ein Mitglied ist derzeit dabei, massiv jede gesetzte Grenze zu überschreiten. Wenn das ISAF-Mandat nicht ausreicht, dann nimmt man das Enduring-Freedom-Mandat. Reicht das Enduring-Freedom-Mandat nicht aus, macht man einen nationalen Einsatz daraus und reicht dieser nationale Einsatz nicht aus, dann kommen Menschen in Zivil und sagen zu dem Drohnen-Operator in Afghanistan, ja, gehen Sie doch mal weg von Ihrem Terminal und kommen Sie nach 3 Stunden Kaffee trinken wieder. Und dann hat die Drohne in der Zeit irgendwas anderes gemacht. Wir müssen an diese Dinge ran. Richtig. Und wir können sehr konkret und sehr kurzfristig von unseren Politikern Reaktionen auf Rüstungsexporte erwarten. Wir können von ihnen erwarten, sich dagegen auszusprechen. Und wenn ich aber in die aktuelle Politik schaue, und dazu sollten wir die Menschen wieder animieren, dass sie an diesem Bereich arbeiten, die Leute, die derzeit in Deutschland wählen, wählen Parteien trotz ihrer Haltung zum Krieg. Sie ignorieren völlig, dass 80% der Menschen hier in dem Land gegen diesen Afghanistan-Krieg sind. Und wenn ich die Leute direkt darauf anspreche als Ex-Soldat, sag mal, warum wählt ihr eigentlich diese Parteien, die Soldaten in diese Einsätze schicken, dann sagen sie, ja, Entschuldigung, aber das ist ja nur ein Teilbereich und ich wähle die Partei ja wegen was ganz anderes. Mutti ist doch so nett, wa? Das genau, Mutti ist doch so nett und über den Krieg wird nicht geredet. Nein, wir müssen diesen Krieg stoppen. Wir müssen all diese Kriege stoppen. Denn sie schaffen derzeit in den Ländern, wo wir diesen Krieg führen, das Hasspotenzial für neue Kriege, was diese Wirtschaft am Laufen hält. Und sie sorgen für die Flüchtlingsströme, weil die Menschen in den Ländern nicht mehr leben können. Und dann hier zu uns kommen. Ich will diese Menschen auch nicht von ihrem Recht auf Flucht und ihrem Recht auf Schutz suchen hier abhalten, gar keine Frage. Aber im Umkehrschluss präsentiert uns die Politik Lösungen wie zivile Unternehmen, die die europäische Südgrenze dicht machen. All das dürfen wir nicht mehr zulassen, aber das sollten wir dann bitte auch konkret benennen und unsere Parlamentarier konkret ansprechen, denn sie sind es, die eine Gewissensabstimmung machen zu genau diesen Themen. So, Publikum. Ja, genau darum geht es. Also ich finde, man kann das eigentlich unterschreiben, was er da gerade gesagt hat. Das wäre Daniel, genau. Wenn Daniel vielleicht das auch genau diese Punkte, diese Aufforderungen zum Beispiel bei so einer Montagsdemo sagen würde. Ich zum Beispiel arbeite auch daran, dass diese Friedensdemo, die Mahnwache, die da seit 10 oder 11 Jahren steht, dass die endlich mit den anderen zusammenkommt, dass die sich austauschen und dass die miteinander arbeiten.
Daran arbeite ich einfach vernetzerisch, soweit mir das eben möglich ist. Und es werden natürlich Lösungen dort aufgezeigt. Im Moment ist das Publikum mehr so, dass es selber nicht politisch ist, also politisch schon ist, aber nicht keine Politiker sind. Und das Publikum, das wird appelliert von den Rednern oder Rednerinnen auf der Bühne, dass sie in ihrem eigenen Leben was machen und ihren eigenen Frieden definieren. Weil wenn man noch gar nicht weiß, was Frieden ist, wenn man eine geschiedene Ehe hinter sich hat, wenn man Streit mit seinen eigenen Kindern hat, mit dem Jugendamt hat, mit dem Hartz-IV-Amt hat, Streit hat, weil man eigentlich sauer ist, dass überall der Regenwald abgeholzt wird, dann hat man ja noch gar keinen Frieden und man muss dann Lösungswege für sich finden. Und dazu wird im Moment aufgerufen. Dazu gehört der Lebenswandel, wie zum Beispiel Veganismus, gehört auch zum Frieden mit rein. Wenn ich Kindern das Essen weg esse, dass die anderswo verhungern, oder wenn mit Lebensmitteln spekuliert wird, das gehört alles mit rein. Frieden ist nicht einfach, weil auf dem Papier steht, wir haben keinen Krieg. Genau. Das möchte ich die einfach Struktur noch. Muss friedlich sein. Ja, weil ich direkt angesprochen bin, nehme ich das Wort direkt auf. Ich gehe aus einem ganz spezifischen Grund nicht dorthin, nämlich weil dieser Antisemitismusvorwurf gegen Ken Jebsen dort im Raum steht. Und weil eben auch die Distanzierung von, nein, ich muss es anders sagen, wann immer ich Herrn Jebsen reden höre, verursacht das in mir ein ganz komisches Gefühl. Und ich kann nicht genau sagen, wo das herkommt. Ich gehe nicht dahin zu diesen Demos, um seinen Frust zu inhalieren und auf mich zu übertragen zu lassen. Und wenn ich nicht mit positiven Handlungsempfehlungen, mit konkreten Handlungsempfehlungen aus diesen Demos rausgehen kann, nämlich Dinge, die ich tun kann, dann werde ich mich dort auch sicher nicht hinstellen. Und man muss viel im Bereich dieser Demos, die jetzt hochkommen, hinterfragen. Zum Beispiel, wo kommt das Geld her für diese Demos? Wenn wir selber dahin gehen, okay. Wenn aber ein Botschafter durch die Lande reist und bis nach Wien geht, um Leute zu aktivieren. Und es geht momentan bei dem Handeln, was ich bei den Verantwortlichen sehe, nur ums Aktivieren von Leuten. Nur aktivieren. Aber es kommt keine Handlungsaufforderung. Und ich fürchte mich ehrlich gesagt vor der Handlungsaufforderung, die nach dem Aktivieren irgendwann kommt. Weil wenn erst Massen auf der Straße sind, die zu irgendwas mobilisiert worden sind, das riecht für mich sehr stark nach Dingen, die ich nicht unterstützen kann. Und ich war auf einer Mittwochsdemo, die sich mittlerweile aus genau diesem Grund hier in Berlin gegründet hat. Und auch dort fand ich Leute, die die eher ihren eigenen Frust über Dinge zum Ausdruck gebracht haben, die aber mit sehr wenig konkretem Handeln agiert haben. Und tut mir leid. Gibt den Menschen eine Möglichkeit, etwas zu tun, sich auszusprechen. Und die heißt in einer Demokratie wählen gehen, Politiker herausfordern. Wählen gehen, Politiker herausfordern und sich selber einbringen. Schaut in die Vereine ein, die sind alle überaltert. Sobald sie sich für irgendwas Gutes einsetzen, kämpfen sie trotzdem alle mit dem Problem, dass junge Leute da nicht hingehen und genau verlernen, sich einzubringen und sich politisch zu engagieren. Wir sind in einer Demokratie, wir haben Repräsentanten gewählt und wenn wir feststellen, dass wirklich nur noch 60%, wie viel war die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl? Bei der Bundestagswahl war sie inzwischen schon wieder fast bei 70, aber bei der Europawahl nur 48. Genau, wenn wir merken, dass sich da ganz viele Leute von rausnehmen, dann nutzt das Podium, wenn ihr schon so viele Menschen da habt, ihnen zu sagen, geht hin, werdet aktiv und formuliert eure konkreten Ansprüche und lasst die Politiker nicht wegkommen, weil sie nicht handeln. Ja, ich wollte sagen, gerade dazu hatte ja diese sogenannte oder selbsternannte, nenne ich sie mal, Montagsdemo aufgerufen, eben nicht wählen zu gehen, von der Wahl fernzubleiben, wo jeder schon in der Grundschule in politischen Fächern lernt, dass gerade das Nichtwählen, die kleinen, die radikalen Parteien wie die NPD und ähnliches und die AfD, zähle ich da auch mal ganz gerne zu, die da eben mit gestärkt werden. Und wenn man sich irgendwo hinstellt ans Brandenburger Tor und eine Demo macht, dann verlange ich einfach das an politischem Bewusstsein und Instinkt, dass man weiß, ja, wem man denn da die Prozente verschafft, wenn man zum Nichtwählen aufruft. Also ich halte den Mann nicht für instinktlos oder für dumm. Ja, also das ist er mit Sicherheit nicht. Aber was ist dann, was kommt dabei raus?
Naja, das Problem ist, wir haben das schon vor der Sendung besprochen. Ich sage das jetzt einfach nochmal. Das Problem sehe ich bei Ken Jebsen, dass er natürlich durch die Siedlungspolitik, also er ist Muslime, er ist, also Ken Jebsen ist ein Deckname, wo ich immer das Gefühl habe, er ist durch die Siedlungspolitik, ist er sehr persönlich betroffen, was ich auch verstehen kann, weil da gehen natürlich auch Sachen ab, die wir alle nicht in Ordnung finden. Aber das sehr überemotionalisiert an die Leute weitergibt, die nicht betroffen sind, aber die Emotionen aufgreifen und sich gegenseitig alle hochschaukeln. Das würde ich sagen, ist das Problem mit Ken Jebsen. Und so habe ich das empfunden und deshalb bin ich wieder gegangen, aber das ist meine subjektive Meinung dazu. Genau, ich möchte jetzt gar nicht in die Diskussion einsteigen. Ich möchte nur die Sprache analysieren, mit der du gesprochen hast. Decknamen. Dieses Wort, welches Bild lässt das in uns auferstehen? Welche Wertung steckt dahinter? Und so sind viele Worte gefallen. So sind viele Worte auch von Herrn Ostertag gefallen, von NPD, von. Also ich selber spreche mich nicht davon frei, dass auch ich Worte benutze, die sozusagen das kriegerische Element in sich tragen, ja? Und nicht das friedfertige Element als Struktur. Aber es geht auch um den Frieden. Genau, und das möchte ich genau, und da müssen wir Strukturen analysieren nach ihrer Friedfertigkeit. Genau, und da möchte ich mich ganz schnell rechtfertigen. Ich sage deshalb Deckname, weil ich natürlich von jemandem, der sich über die Siedlungspolitik empört, möchte ich auch gerne hören, ich bin der und der, ich habe die und die Geschichte und ich bin empört. So, und dann kann ich da anders mit umgehen, wenn er das machen würde. Das tut er. Nein, das tut er nicht. Er stellt sich hin und sagt, ich bin Ken Jebsen und ich bin Amerikaner. Und dann legt er los. Und da habe ich, das war zumindest an dem Tag, wo ich da war. Und da kriege ich ein großes Problem, weil ich denke, warum sagst du nicht, wer du bist, was du für ein Problem hast und dann reden wir drüber. So, ich muss mal genau das der sagen. Moderatorin auch mal sagen, dass sie Moderatorin ist und dass wir langsam zum Schluss kommen müssen, gerne nach 8 Minuten. Da würde ich ganz gerne aber nochmal über das Verhältnis von Demonstrationen, also diesem Mittel der Demonstration und der eigentlichen politischen Organisation noch was sagen, weil das der Daniel jetzt die ganze Zeit auch versucht hat anzusprechen. Und Michael, du hattest ja vorhin gesagt, Politiker entscheiden nie was zum Guten. Ja, aber sie entscheiden. Das ist ja das Gemeine daran. Jede Demonstration, sei sie noch so groß, kann nicht formulieren oder formuliert zumindest nicht, was entschieden werden soll. Und wenn es eine Demonstration ist, auf der etwas entschieden wird, wie beispielsweise mit diesem Brückensystem, das wir da so bei den Occupy-Demonstrationen gehabt haben, also ich bin dagegen mit den verschränkten Armen und dieses ich stimme zu mit den wedelnden Händen, dann ist das aber wiederum undemokratisch gegenüber den Leuten, die nicht auf der Demonstration sind. Was ich glaube, was wir gerade eben durch dieses hohe Maß an Verzweiflung erleben, ist eine Erosion der Demokratie. Es ist eine Erosion der Demokratie dahingehend, dass nicht mehr relevant betrachtet wird, und zwar weder von den Leuten, die auf die Straße gehen, noch von den Leuten, die als Politiker irgendwo Verantwortung tragen, dass eine demokratische Entscheidung auch formal korrekt herbeigeführt werden muss. Das heißt also, dass alle Leute, die in einem Bereich damit zu befassen sind, dann auch die Möglichkeit haben müssen, sich da in diesem demokratischen Prozess zu äußern. 5 Minuten muss ich nicht alleine ausschöpfen, das wollte ich damit nicht sagen. Wenn ich das wenigstens noch sagen darf, in der Ukraine haben wir das bei den Maidan-Protesten sehr deutlich gesehen, wo wir jetzt auch darüber diskutiert haben, wie faschistisch ist da eigentlich die Revolution oder waren da bloß ein paar Faschisten beteiligt, war die Mehrheit von ganz anderen Anliegen beseelt? Ja, aber nichts von denen, ich würde mal behaupten, keiner, der dort demonstriert hat, hat jetzt irgendwas von den Wahlergebnissen gehabt und da wird nichts durchgesetzt von dem, was den Demonstranten wichtig war, weil nämlich das Verhältnis zwischen Demonstrationen und der tatsächlich realen Politik bisher noch überhaupt nicht etabliert ist. Ich würde jetzt definitiv ab, muss ich, weil wir kommen jetzt definitiv zum Ende. Micha, ja, wir geben noch vielleicht ein Schlusswort, Juliane. Ja, wir sind natürlich zu zeitknapp heute gewesen. Also wir haben noch sehr viel auf dem Herzen hier. Wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren. Wir kommen jetzt erst richtig rein. Leider können wir es nicht. Ich würde sagen, wir machen die Abschlussrunde. Ich bitte jeden 2 Minuten. Nein, eine Minute. Abschlussstatement. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder von einer Regierung regiert werden, die Mehrheit im Volk hat. Und wenn ich Nichtwähler und Oppositionswähler zusammennehme und sie der Regierungsmehrheit gegenüberstelle,
muss ich sagen, haben eigentlich mehr Leute diese Regierung nicht gewählt, als uns derzeit suggeriert wird. Also Leute, geht wählen, setzt euch ein. Und wenn ihr der Meinung seid, eure Politiker handeln nicht richtig, dann geht selber in die Politik und geht an die Stände und fordert sie heraus. Lasst sie nicht davonkommen. Es gibt Leute, die sind bereit zu reden und dann muss man sie auch zum Reden lassen. Aber nur reden, der Hörung und Arthur, der Einsatz. Genau so geht es in die Politik kommen. Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen nicht überfordern und sich alle Probleme der Welt gleichzeitig auf die Schultern laden, weil darunter können sie nur zusammenbrechen. Also wie one piece at a time. Weiß. Ja, und ich natürlich rufe weiterhin von Mahnbach auf und rufe auch alle die noch nicht da waren, beziehungsweise der Meinung sind, dass da Lösungsvorschläge fehlen, gerne zu kommen, die zu unterbreiten, mit offen in die Diskussion miteinander und nicht gegeneinander und übereinander zu kommen. Danke. Okay. Micha, das letzte Wort für dich. Ihr verdammt an das Publikum, die hier waren. Ja, danke. Genau, dann würde ich sagen, du hast die aktuellen Termine. Ja, ich hab die aktuellen Termine. Ganz genau. Und zwar gibt es die Crazy Worlds am 25. Am 22. Juni auf jeden Fall und am 27. Juli auch die Crazy Worlds, machen keine Sommerpause. Bei Crazy Worlds geht es hier aus der Danziger 50 weiter, auch ohne dich, Michael. Jo, danke. Okay. Olaf, noch ganz schnell, aktuell irgendwie dein Programm, wann nächster Termin, wo Auftritt? Der nächste Auftritt ist erst nach der Sommerpause am 29. August in Marzahn-Hellersdorf in der Alten Börse. Ja, und der Titel des Programms dann wieder? Das ist dann ein anderes Programm, das heißt Lost in Translation, von den Höhen und Tiefen der Popmusik. Ja, kann ich nicht kommen, ich kann kein Englisch. So, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, bevor Juliane dann Schlusswort macht, eben halt... Wer gerne möchte, kann auf die Seite nichtwählersindbuch.de rausgehen. Ein Projekt von mir kann sich darüber informieren, was passiert, wenn man nicht wählen geht. Dann will ich sagen, weil viele natürlich mir jetzt einen Vorwurf machen, weil ich mich hier ausklinke aus der Danziger und aus der Rockradio und so weiter. Mich hat natürlich die Sendung bei Frau Maischberger irgendwo in eine andere Sphäre, will ich jetzt nicht sagen, aber so irgendwo hin katapultiert. Ich bin schon in die nächsten drei TV-Sendungen eingeladen. Mich hat eine Klasse in Heuer bei Bremen eingeladen, direkt zur Diskussionsrunde. Und so geht es jetzt immer weiter, dass ich mich hier auf dieses Ganze nicht mehr so konzentrieren kann. Aber ich denke mal, Juliane und Herr Wolf, ihr kriegt das auch ohne mich hin. Wir werden uns während der Sommerpause ein neues Format überlegen zum Thema BGE und das werden wir euch auch rechtzeitig wissen lassen. Und ich bedanke mich jetzt bei unseren Gästen. Das war einmal Daniel Lückt, Ex-Soldat und heute Friedensaktivist. Dann hatten wir Olaf Ostertag, Kabarettist und linke Politiker, darf ich so sagen, linke Genosse. Und wir haben Maurice Ziegler und er ist Produktmanager und Besucher und Redner auf den Montagsdemos. Natürlich vielen Dank ans Publikum und vielen Dank an Jörg Schulz. Wenn ich noch mal eben gesagt habe, der heute mitgestreamt hat, kann man das Ganze sich anschauen und wo? Ja, das Ganze kann man sich anschauen in dem YouTube-Kanal Stream and Beam for Global Change. Okay, da könnt ihr die heutige Sendung euch nochmal anschauen. Wir waren heute ein bisschen heftiger und lauter, hat das Thema so mitgebracht und das werdet ihr uns verzeihen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.